Namaste, meine Lieben. Ja, es wird gemunkelt, der 1.4. Ist der 1.4. auch, ja, das Event, ist der 1.4. der Beginn des neuen Finanzjahres. Wir bekommen mit, dass nun auch die Tatsache, ja, eine Message von Chafe, Kommandowechsel. Generalleutnant Markus Laubenthal wird im Verbund mit dem nationalen, territorialen Befehlshaber Generalleutnant Martin Schelleis das Kommando über die Regierungsinstitution Deutschland übernehmen. Wir wissen, voriges Jahr wurde diese Bezeichnung Regierungsinstitution Deutschland geändert. Ich meine, im April war das auch gewesen, ja, wo man von Chafe of Defender ist. Und oder umgekehrt, ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und werde mit Andrea Zügel den Brückenknopf zur liebevollen und bewusst werdenden Bevölkerung bilden. Gericht Gottes aktiv. Jetzt. Das heißt, Gerechtigkeit kommt jetzt. Ja. Das ist eine Message von Thorsten Gerhard Jansen. Vielen dürfte der bekannt sein, aber ich verlasse mich da eher auf General Flynn, Markus Laubenthal und Donald Trump. Ja, das geht natürlich auch einher mit der Tatsache des Osterknastes. Daher sind für mich diese vielen unbegreiflichen Zögerungen, was die Stasi-Braut ja auch wollte, diese Ausgangssperre, ja, die sie nicht durchbekam, da ist Druck gemacht worden. Ja, und viele waren ja auch gar nicht mit einverstanden, dass es jetzt zu einer solchen Maßnahme kommt. Ich denke, dass man ab dem 27. spätestens sollte vorgesorgt haben, dass das Militär jetzt hier übernimmt. Also go. Bleibt in der Ruhe, bleibt in der Kraft und bleibt im Vertrauen. Weil, ja, Gottes Gericht darf jetzt, ja, walten, ja, es kommt jetzt Gerechtigkeit. Forciert, fokussiert, manifestiert eine wunderschöne Zeit, auch wenn es holprig wird, ja. In diesem Sinne, meine Lieben. Namaste.